Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zwielicht. Beim letzten Mal wollten wir hier anfangen mit Graben und das werden wir jetzt auch tun. Und bekommen einen Seelenstein, der zerstört wurde. Eine Sperre wurde aufgehoben. Sehr schön. Da! Starke Rune des Schutzes, starke Rune der Erde, 50 Dukaten erhalten. Ah, okay, das geht durch Wände durch. Ja, sehr schön. Du nimmst an, dass die Statue von einer rachsüchtigen Seele in Besitz genommen wurde. Okay. Was kann ich jetzt Cooles mit dem Seelenstein machen? Edelstein. Der Edelstein ist verzaubert. Danke. Ich nehme an, hier oben. Okay, und ich kann hier auch noch lang. Was gibt's hier? Okay. Starke Rune der Kraft. Und reines Schwarzerz. Vier Dukaten habe ich. Streitaxt. So. Jetzt muss ich hier noch mal schauen. Habe ich nicht. Genau, Kraft Plus habe ich gefunden. Schutz plus. Und hier. Oh. Oder ich gebe ihm Gift. Ich glaube, ich gebe ihm mal Gift und hoffe, dass ich die Viecher hier vergiften kann. Zweimal stärkende Wurzel. Ja. In die Wand können drei Kugeln eingesetzt werden. Das schwere Tor kann nicht von Hand geöffnet werden. Alles klar. Das heißt, ich muss vermutlich hier noch hoch. Okay, da ist noch eine Kugel. Seelenstein zerstört. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal an, die Barriere da vorne wurde aufgehoben. Nein, hier drüben. Oh Gott. Bäume stehen im Weg. Okay. Ah, ich hasse Bäume. Lass die Statue von einer sehen. Aha. Okay. Die Schleuder. Noch eine Sperre aufgehoben. Sehr gut. Wir kommen voran. Wir kommen voran, Leute. Ich habe jetzt erst den zweiten Edelstein. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon. So, dann kann ich hier noch lang. Das war knapp. Okay, dann habe ich jetzt alle. Ich wurde abgelenkt. Alle Edelsteine und ich will gegen die Monster da drüben immer noch nicht kämpfen. Okay, speichern.
Heiltrank erhalten. Natürlich sind es solche Gegner. Oh. Und. Oh, Schieberätsel. Zack. 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 Ich bin klug. Die gab es in. Oh je. Eterna auch. Sehr, sehr viele. Unglaublich viele. Ah, wobei, so viele waren es vielleicht nicht. Aber egal. Reduziert Schaden durch Elemente um 33%. Ja, dann. Ach, das sind ja nur die. Ja, das ist auch okay. Nein. Okay. Elixier der Gesundheit. Ich nehme mal oben an, da oben ist der Rattling. Ich kann jetzt nochmal zurück, weil ich habe Geld. Igitt. Blöde Kugeln. Dann verbessere ich noch die Sachen von Kessren und dann. Perfekt. Könnte ich noch was kaufen? Ja. Seelenwasser sollte ich noch kaufen. Speichern. Schon wieder dieses Geblinke. Da ist der Rattling. Das muss der Rattling sein, von dem der Älteste sprach. Name ist Skrek. Warum verfluchst du den Wald? Nicht den Wald. Wald ist Skrek egal. Die Ursin müssen leiden. Ja, haben es verdient. Ich hab genug gehört. Töten wir ihn endlich. Was haben die Ursin dir denn getan? Meine Brüder getötet. Nun dafür bezahlen. Alle müssen bezahlen. Ich glaub nicht, dass irgendjemand aus dem Dorf deine Brüder auf dem Gewissen hat. Egal. Ursin ist Ursin. Alle müssen sterben. Haben es verdient. Der hat schon längst den Verstand verloren. Das hier macht Skrex stark. Er hat wirklich einen schwarzen Kristall. Verstehe ihn. Weiß, wie es richtig ist. Benutzt du ganze Macht, geht Kristall kaputt. Benutzt du wenig Macht, bleibt er ganz. Wird man immer verrückt, wenn man ihn benutzt? Nein, der Rattling war vermutlich schon vorher so. Genug geredet. Die Ratte wird dafür bezahlen, was sie meinem Volk antut. Nicht ich, du, alle. Skrek ist unbesiegbar. Wie war das gerade eben mit, oh, ich benutze nicht die ganze Macht, weil sonst geht er kaputt. Ich bin so klug. Finsterer Diener und Rattling. Ich, keine Ahnung, ob ich die als erstes kaputt machen sollte. Ich, Heilung. Natürlich kann der heilen. Okay. Zauberschutz, definitiv. Und. Okay. Sehr schön. Sie nimmt sich einen Heiltrank und. Er geht auf den Rattling. Ah, nein. Wow.
Sehr schön. Und er greift den noch an. Schwäche. Ah. Okay. Heiltrank. Heiltrank. Und er greift an. Zauberschutz. Oh Gott. Und Blitzschlag. Okay. Geschafft! Schon irgendwie traurig, dass der Boss hier so krass schwach ist. Der wird nie wieder einem Ursin schaden. Gehen wir zurück. Aber ich würde gerade sagen, abgeschlossen. Kann ich jetzt noch zu den anderen Truhen? Das will ich jetzt ausprobieren. Speichern. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Weil eigentlich würde ich das schon gern haben. Ich weiß, hier, Rune des Zauberbands, 50 Dukaten und Seelenwasser. In dem Baum kann ich ja leider nichts machen. So. Zauberschutz. Wuhu. Feuerball. Blitzschlag. Rüstungsbruch ist sehr gut. Gift ist noch besser. Und Schwäche. Oh, Gift ist super gut. Ja, ich glaube, das war ganz klug, das so rumzumachen. Ja. Okay. Sie haut jetzt noch drauf. Er haut drauf und er muss sich selber heilen. Sie macht wieder den Zauberschutz. So, er greift jetzt mal den an. Schade. Sie muss sich selber heilen. Feuerball. Easy. Okay. Nein, Feuerball. Easy. Und noch plus 5 Schaden. Sehr schön. Ja. Dann gehen wir doch. Ah, nein! Doofer Schattenkobold. Aber ich möchte ja, wie gesagt, so ziemlich alles, was eben geht, mitnehmen. Ich nehme mal an, ich habe alles erledigt. Ich hoffe es einfach. Wenn nicht, dann haben wir jetzt Pech. Das ganze Dorf ist euch sehr dankbar. Hättet ihr den Rattling nicht erschlagen, wären wohl alle am, Flu-
alle dem Fluch erlegen. Das war selbstverständlich. Natürlich war das selbstverständlich. Ich will bei euch bleiben. Die Menschen könnten euch jederzeit angreifen. Ihr braucht Krieger wie mich. So gerne ich dein Angebot annehmen würde, gibt es gerade etwas Wichtigeres, das du tun musst. Du hast gesehen, was die schwarzen Kristalle anrichten. Sie verderben alles, was uns die große Göttin gegeben hat. Sie müssen zerstört werden. Du hast recht. Kommst du mit uns nach Palantia? Dort ist einer der Kristalle. Überrascht mich nicht. Minroth hat es nicht nötig, irgendwelche verfluchten Kristalle zu benutzen. Deine Freundin Arianit hat ihn. Pah, sie ist nicht meine Freundin. Ich habe mich ihr nur angeschlossen, um meinen Stamm zu rechnen. Zu rechnen. Beorg kann wahrscheinlich nicht rechnen. Ich werde mitkommen, um aufzupassen, dass ihr den Kristall wirklich zerstört. Aber wenn du auch nur einem Menschen... Nicht schon wieder. Diese Kristalle bedrohen alle Völker. Wir müssen sie gemeinsam zerstören. Ich werde niemals einem Menschen trauen. Und ich keinem Tier. Herzlichen Glückwunsch. Etwas später erreichten die Gefährten Palantia. Kann ich jetzt hier... Nein. Schade. Okay, aber vielleicht sollte ich tatsächlich ein bisschen Heilzeug kaufen. Ein paar Heiltränke, also einen Heiltrank. Naja, okay. Oh, Moment. Seid ihr Abenteurer? Mehr oder weniger. Wenn ihr auf eurer Reise 3 Blätter findet, würde ich sie euch gerne abkaufen. Ich bezahle 5 Dukaten pro 3 Blatt. Ich kenne eine Stelle in der Nähe, wo sie wachsen. Aufgabe annehmen. Auf 3 Blätter suchen. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, okay. Das ist wieder eins von diesen typischen... Okay. Unendlich Geldhol-Dingern. Mache ich das jetzt noch ein paar Mal? Ich glaube, ich mache das jetzt noch ein paar Mal. Einfach nur... damit wir ein bisschen Geld haben und uns vielleicht noch ein bisschen mehr von den Heilsachen kaufen können. Zumindest 3 oder 4 so Heiltränke hätte ich schon gerne. Ich muss aber halt mindestens 2-mal so einen Durchgang machen, um mir einen Heiltrank kaufen zu können. Ich hasse es einfach, ohne Heiler durch die Gegend zu laufen. Was ich eigentlich nicht verstehe, weil... Ah, ich kann hier nicht ins Menü. Okay. Weil Valadil ist eigentlich ein Elfe. Also die sollte ja eigentlich schon heilen können. Außer ich war zu dumm und hab's nicht gesehen. Magie. Hier, heil... Oh. Warum? Warum? Ich bin gerade genervt von mir selbst. Ah, Gott. 50% TP. Schauen wir mal. Es ist das Gitter nebenan. Natürlich ist es das Gitter nebenan.
Frag sie, ob du bereit bist, der Dunkelelfe gegenüberzutreten. Natürlich bin ich bereit. Ich bin Hexe. Ich bin zu allem, zu allen Schandtaten bereit. Was machst du hier, Darius? Ich fülle Formulare aus. So meine ich das nicht. Ich habe gesehen, wie dich die Menschen gefangen genommen haben. Warum arbeitest du für sie? Naja, wir haben bemerkt, dass er für einen Feind des Reiches ungewöhnlich umgänglich ist. Und dann dachten wir uns, irgendjemand muss sich ja um den ganzen Papierkram kümmern und er ist sehr gewissenhaft. Ihr nutzt ihn aus. Den Eindruck habe ich auch. Es ist euer Papierkram, also werdet ihr ihn erledigen. Aber das ist ein Befehl. Jawohl, Herr Hauptmann. Ich würde gerne mit Arianit sprechen. Führ sie zu ihr, Wache. Einfach geil. Ich fülle Formulare aus. Als hätte er nichts anderes getan. So sieht man sich wieder. Seid ihr etwa eigens wegen mir gekommen, Eure Hoheit? Ich fühle mich geehrt. Was willst du von mir? Wo ist der schwarze Kristall? Von mir erfährst du nichts, Elfe. Der Kristall ist zu gefährlich. Er darf niemals benutzt werden. Das ist mir egal. Wenn du mir sagst, wo der Kristall ist, sorge ich dafür, dass du freigelassen wirst. Du musst verzweifelt sein. Und du bist es nicht? Sieh es als Geschäft an. Ich gebe dir die Freiheit und du gibst mir den Kristall. Ich könnte dich später hintergehen. Unterschätz mich nicht, Dunkelelfe. Ich bin nicht das kleine Mädchen, für das du mich hältst. Ja, also gut. Ich will hier unten nicht verrotten. Sorg dafür, dass ich freigelassen werde und ich führe dich zum Kristall. Es überrascht mich, dass ihr Partei für eine Dunkelelfe ergreift, Prinzessin Valadil. Ich brauche ihre Hilfe. Um diesen geheimnisvollen Kristall zu finden. Ja, er muss unbedingt zerstört werden. Mir wurde berichtet, dass Havia Monster beschworen haben soll. Ist der Kristall dazu in der Lage? Ich fürchte ja. Was meinst du, Kessrin? Wir sollten Prinzessin Valadil den Gefallen tun. Ich verspreche, dass ich auf die Dunkelelfe aufpassen werde. Gut, ich übergebe sie in eure Obhut. Hauptmann, ich möchte über alles, was die Kristalle betrifft, in Kenntnis gesetzt werden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Also, mein Kurzzeitgedächtnis ist ja wirklich richtig schlecht, aber war der nicht auch einer von den Bösen quasi? Ah, okay. Aber trotzdem sollten wir vorsichtig sein. Dunkelelfen kann man nicht trauen. Mehr als einem Menschen. Als ob ein Bär das einschätzen könnte. Fangt nicht schon wieder an. Ich werde mal nach Arianit sehen. Du bist verletzt. Und du bist ganz schön dreist. In welcher Hinsicht komme ich ungelegen? Ich habe zuerst gedacht, dass du deswegen so komisch bist, weil du zu lange alleine in dieser verfluchten Schlucht gelebt hast. Aber es ist mehr als das. Du bist auch nicht einfach nur extrem gelassen. Du fühlst gar nichts, oder? Das ist richtig. Ich empfinde keine Gefühle. Im Kerker hätte ich gerne mit dir getauscht. Schmerzen empfinde ich allerdings schon. Das ist schade. Wusstest du, dass wir Dunkelelfen eigentlich ziemlich empfindlich sind? Wir fügen anderen so gerne Schmerzen zu, aber aushalten können wir sie nicht. Soll ich deine Wunden versorgen? Nein, das ist nicht nötig, wahrscheinlich. Ich habe sie letztendlich auch verdient. Du willst doch irgendwas von mir. Prinzessin Valadil hat recht, die Kristalle müssen zerstört werden. Du hast gesehen, was sie anrichten können. Ich glaube nicht, dass ihre Kraft tatsächlich kontrolliert werden kann. Geh schon mal zu den anderen zurück, ich komme gleich. Was ist nun mit dem Kristall? Jarisch hat ihn. Von dem fehlt jede Spur. Er ist sicher in Urilith und sitzt gerade auf dem Thron. Ausgerechnet Urilith. Du kannst ja hierbleiben. Ich hole den Kristall auch alleine. Das hättest du wohl gern. Gibt es einen Weg, ungesehen in die Stadt zu gelangen? Ja, den gibt es. Die alte Kanalisation. Ich habe dort früher als Kind oft gespielt. Ich kenne mich dort gut aus. Ein geheimer Eingang. Gut zu wissen. Selbst wenn ihr Menschen wie Ratten in die Stadt einfallen würdet, hättet ihr keine Chance.
Keine Sorge, Minrod macht sich nichts aus Urilith. Genug gequatscht, gehen wir endlich los. Okay. Du hast keine andere Wahl, als durch die Kanalisation zu gehen. Aber... Oh nein. Du hast hier nichts verloren. Schau mal, was für Missgeburten sie begleiten. Das muss die Verräterin sein. Hat Yarish etwas schlecht über mich gesprochen? Schweig! Wer sich mit Menschen und Elfen einlässt, hat nichts als den Tod verdient. Es ist nicht mal wert, einem Richter vorgestellt zu werden. Wir werden dich hier und jetzt hinrichten. Ich denke nicht. Ach so, ja, ich habe ja nur drei. Nein. Und Gift. Ach komm. Sieben Schaden von Gift. Na toll. Okay. Blitzschlag. Ach ja. Das Spiel bin ich auch privat am Spielen. Und das ist sehr, sehr traurig. Ich habe das Original nie gespielt. Ich hatte keine PlayStation oder sonst irgendwas, deswegen konnte ich es nicht spielen. Und ja, ich weiß, Valadil stirbt vielleicht gleich, aber das ist mir sowas von egal. Ich benutze jetzt keine Heiltränke, um sie zu heilen, wenn der Typ jetzt eh tot ist. Ja, ich habe das Original nie gespielt. Beziehungsweise nie durchgespielt. Und... ja. Was gibt's sonst zu erzählen? Ich war... Also bin von der Grafik immer noch sehr überrascht. Ich mag Beorg nicht, deswegen kommt der raus. Ja. Und die Geschichte, grob kenne ich sie und ja. Habe ich Gift plus? Nein. Das kann ich sonst schon erzählen. Ich bin gerade etwas überfordert. Merkt man vielleicht. Ja. Heiltrank. Yay. Eigentlich mag ich so Spiele. Also dieses... Action-mäßige nicht so. Aber ich stelle mich tatsächlich gar nicht so blöd an. Eine dreieckige Öffnung. Ich nehme an, deswegen ist die Tür zu. Ja, okay. Okay, da kann ich noch nicht weiter. Warum ist diese Kanalisation so groß?
Reines Schwarzerz. Metallstange, viereckige Spitze. Okay. Okay, ich glaube, so langsam habe ich rausgefunden. Nein, doch nicht. Ah, doch, okay. Was dieses Geblinke bedeutet. Es warnt mich vor einem Kampf. Was ich ziemlich gut finde, weil dann kann man wenigstens speichern. So, okay. Feuerball. Eisstalaktit. Ah. Der Aasfresser. Ah. Heiltrank auf ihn. Angriff. Oh Gott. Ja, und sie hat auch Feuerball. Sehr schön. Ein Säurestrahl. Alles klar. So, ich probiere jetzt mal noch die Erdstacheln aus. Okay. Eigentlich, wenn ich Glück habe, sollte es ausgereicht haben. Nein. Aber das hat ausgereicht. Sehr schön. TP plus 20 sogar. Gut. Gut, gut. Was haben wir hier? Starke Rune der Luft. Hier haben wir nochmal so ein Kanal-Ding. Nope. Dann da oben lang. Oh, der Part ist schon wieder zu Ende. Das geht immer so schnell. Ja gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.